So Leute, willkommen bei meinem Replay von League of Legends. In diesem Let's Play möchte ich die verschiedenen Champions von League of Legends euch vorstellen, wie ich sie spiele, mit welchen Meisterschaften, mit welchen Runen. Die Uploads dieses Projekts werden sehr unregelmäßig vorgenommen, also beschwert euch nicht. Was ich aber hoffe, was ihr tut, ist, und zwar könnt ihr mir unten in den Kommentaren immer wieder schreiben, wenn ich einen Champion gespielt habe, wie man ihn besser spielen könnte, ob euch das Video gefallen hat. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit den Meisterschaften und Runen und danach mit dem Replay. Dies sind die Meisterschaften, die ich in diesem Spiel verwende. Hier seht ihr die Runen, die ich in diesem Spiel verwende. Damit sind wir im nächsten Spiel. Wir spielen heute Poppy. In unserem Team Lichtbogen Varus alias Solio. LeBlanc alias Random. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob er Random war. Keine Ahnung. Ich glaube ja. Speer Timo alias Alexander und Lux alias Zombelchan. Im Gegnerteam haben wir Zix, Ezreal, Skana im Jungle, Zed und TPA Shen. Komische Combo. Vor allem, weil halt kein richtiger Support. Was das gibt, werden wir gleich sehen. Jetzt muss ich erstmal anfangen, hier doof rum zu... Bei uns geht auf die Top auf jeden Fall der Timo. Mit Support. Okay. Bei den Gegnern keine Ahnung. Ich kann sagen, dass das hier alle Carry ist. Mehr kann ich bisher noch nicht machen. Ich glaube, Zed geht mit runter. Ich weiß es nicht. Wir spielen Poppy. Da, dieses komische blaue Etwas mit diesem riesigen Hammer. Die wohl haufenweise coole Skins hat, aber nicht einem gut aussieht. Seltsamerweise. Was soll man machen? Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ich heiße dich auch willkommen. Na, wie geht's dir? Gut. Ja. Ich würde sagen, was kann Poppy? Poppys Passive ist tapfere Kriegerin. Normaler und magischer Schaden, der Poppy mehr als 10% ihres aktuellen Lebens kosten würde, wird um 50% reduziert. Das ist wahnsinnig cool, ja? Also gegen Burster keine Chance. Keine Chance. Also der geht hin und haut euch einen, was weiß ich, eine Darius-Ulti rein. Ja? Die einfach mal 400 Damage frisst. Reinhaut. Ja? Und ihr habt irgendwie nur 800 Leben, was ja 50% eures Lebens sind, ja? Dann wird dieser Damage um 50% reduziert. Das heißt, ein Darius Ulti macht auf einmal nur noch 200. Total pissig. Total geil. Naja. Gut. Wie es aussieht, ist Zed unten als Support eingeteilt. Jep. Sieht so aus. So. Im Jungle skill ich auf jeden Fall zuallererst den W. Tugend von Demacia. Dabei ist es so, dass Poppy ist erstmal eine Passive hat. Und zwar jedes Mal, wenn Poppy durch einen normalen Angriff Schaden kriegt oder eben halt einen normalen Angriff durchführt, erhöht sich ihr Schaden und ihre Rüstung jeweils für ein paar Sekunden lang um einen bestimmten Wert. Das Ganze ist bis zu 10-mal kommunikativ. Nicht kommunikativ, sondern kumulativ. Kumulativ, sag das mal 10-mal hintereinander. So. Das heißt, ihr macht mehr Damage und ihr haltet mehr aus. Ist im Jungle natürlich ein Skill, der einfach nicht gemisst werden darf. Ist aber nicht der wichtigste Skill. Und dazu hat dieser Skill noch eine aktive Fähigkeit, der ganz nett ist. Und zwar, wenn ihr das Ding aktiviert, erhaltet ihr automatisch den maximalen Bonus, also ihr bekommt automatisch 10 Stacks von diesem Ding drauf. Und eure Lauftempo wird ebenfalls für die Zeit, wo ihr diese 5 Stacks normalerweise nur hättet, um ein paar Prozent erhöht. Ein paar viele Prozent, wenn ihr genau hinschaut. Gut. Kommen wir dann zu dem Skill, den ich jetzt erst durchskille. Das ist der Q. Vernichtender Schlag. Dabei ist es so, dass Poppy halt ihren Hammer einmal in den Gegner reinrammt. Das macht ein bisschen Damage, ein bisschen viel Damage, weil das macht einmal
ihr normalen Angriffsschaden. Plus, das macht AP. Skaliert übrigens sehr gut mit AP. Deswegen werdet ihr da auch ein bisschen was in dieser Richtung sehen. Zusätzlich dazu macht es nochmal 8%, ich glaube nachher sind sogar noch mehr, 20 plus 8% des maximalen Lebens des Gegners als magischen Schaden. Aber der Damage, der halt, den ihr zusätzlich da noch mit reinhaut, kann halt nicht höher als 75 bisher sein. Das wird nachher noch ein bisschen höher. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Das funktioniert. So. Und dann haben wir den E. Den braucht ihr auf jeden Fall auf Stufe 3, damit ihr ganken könnt, weil das ist ein ultra cooler Skill. Den ihr auf jeden Fall in einem Botgame vorher testen solltet. Ansonsten verkackt ihr den nämlich übelst. Außer ihr seid Naturtalent. Das sei mal dahingestellt, ob ihr das seid oder nicht. Heroischer Ansturm. Dabei ist es so, dass Poppy halt auf den Gegner zustürmt, ihn mitreißt, ein gutes Stück, beim Zusammenstoß Damage drückt und wenn ihr mit dem Gegner in eurem Gepäck Terrain berührt, das heißt hier irgendeine Wand, hier so eine Wand oder bestimmte Gegenstände, die erstellt werden können, wie zum Beispiel Anivia Ball gehört glaube ich auch dazu. Also ihr könnt die Gegner gegen eine Anivia Ball tackern. Und wenn ihr sie dagegen tackert, dann macht das nochmal einen guten magischen Schaden. Und stunt die Gegner noch für eine gewisse Zeit. Ist natürlich fürs Ganken unablässlich. Ihr aktiviert euer W, rennt auf die Lane, versucht den Gegner irgendwo gegen eine Wand zu tackern, drückt euren Q drauf und hofft, dass der Typ auf der Lane den Rest macht. So spielt ihr Poppy im Jungle. Damit habe ich eure kompletten Skills eigentlich durch, bis auf die Ulti. Die Ulti ist eine sehr, ich sag mal, eine sehr seltsame Ulti. Aber sie ist auch cool. Diplomatische Immunität. Dabei ist es so, dass Poppy halt für ein paar Sekunden lang keinen Schaden, ja? Also sie ist gegen jeden Schaden und jede Fähigkeit immun, die nicht von einem ausgewählten gegnerischen Ziel, ja, gemacht werden. Das heißt, ihr wählt einen Gegner aus, der relativ nah bei euch stehen muss, und nur dieser Gegner macht Damage an euch. Damit das Ganze noch interessanter ist, ist es natürlich so, dass eure Angriffe 20% mehr Schaden an das markierte Ziel machen. Flup. 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 Ich wollte nur ein bisschen resten. Das ist halt ultra cool. Ihr könnt mit Poppy super geil diven, wenn ihr eure Ulti habt. Ihr setzt die Immunität auf den Gegner, zum Beispiel auf der Top-Lane, wenn es jetzt nicht gerade ein Chan ist. Rennt auf die Lane, haut den Gegner kaputt, selbst wenn er unter dem Tower steht. Scheißegal. Ihr haut weiter drauf. Der Tower macht euch keinen Damage. Einfach abartigst cool. Abartigst cool. Also Poppys Skillset gefällt mir sehr gut. Es war, muss ich ehrlich zugeben, sehr, sehr schwer, einen Let's Play von ihr zu finden. Einfach nur aus dem, ich sag jetzt mal, fast schon behinderten Grund. Sie hatte immer noch Barriere, das heißt, die LeBlanc hätte hier überleben können, was sie nicht getan hat, weil sie dumm ist, weil es war ein Random. Ich erinnere mich, sie war Franzose. Wenn ich gerade irgendwie beleidige, den ich bei mir in der Freundesliste habe, tut mir leid. Egal. Bleiben wir weiter beim Spiel. Alter. Nein. Ansonsten ist es halt wirklich so, dass ihr mit Poppy halt wirklich... Ihr habt, wenn ihr es richtig anstellt, ja, dann farmt ihr Kills ohne Ende. Ja. Aber... Das Problem ist, Poppy ist im Late Game sehr useless. Also wirklich unglaublich useless. Das macht eurem Team natürlich zu schaffen, wenn ihr die ganzen Kills habt, weil dann habt ihr das Geld und ihr seid useless im Endgame. Und das ist ein bisschen, ich sag mal, wirklich fast schon beschissen. Das ist das Schlimmste, was euch passieren kann.
Aber ihr kriegt halt einfach mit Poppy die Kills. Ihr werdet es nachher sehen. Ich krieg wirklich ohne Absicht Kills ohne Ende. Naja, was soll man machen? Gut, ansonsten, wer jetzt schon nach rechts unten guckt, wird sich ein wenig wundern. Ja? Wir hatten während der Absprache mit unserem Team ein etwas, ich sag mal, problematisches Teamset zusammengestellt, wo wir allerdings nicht mitgekriegt haben, wie problematisch dieses Teamset in Wirklichkeit ist. Denn ich spiele Poppy im Jungle im Normalfall ein bisschen tanky und ein bisschen mit AP. Also jetzt, ich mache jetzt keine Ferrari-Poppy, wie sie so gern genannt wird, auf pur AD. Gibt es ja natürlich auch. Aber ich mache sie halt, spiele sie halt jetzt mittlerweile mit relativ viel AP dabei. Teemo auf der Top-Lane macht ein AP-Teemo. Oh, 5 Leute auf der Bot-Lane. Krasse Scheiße. Unsere LeBlanc in der Mitte, logischerweise, sie ist AP-Carry, sie macht AP-Damage. Ja, unser Varus spielt AP-Varus. Solio, dieser Kack-Troll. Ja. Gut, es funktioniert. Das muss man halt traurigerweise dabei sagen. Es funktioniert. Naja. Und wir haben eine Lux, die ja eher als AP-Damage-Support bekannt ist. Das heißt, hätten die Gegner hier richtig aufgepasst, wobei der Shen halt schon richtig aufgepasst hat, ja, einfach nur AP-Rüstung kaufen. Also AP-Rüstung, genau, Blackie, AP-Rüstung, Magieresistenz meine ich. Einfach nur Magieresistenz kaufen. Das müsst ihr ein bisschen mit eurem Team abklären, vor allem wenn ihr Poppy auch spielt, weil ihr macht nun mal eigentlich fast nur AP-Damage. Fast gar kein AD-Damage. Und ja, da ist es wirklich so, dass es halt... Teemo ist am Fighten. Teemo fightet. Whoop. Bums. Da! Warum habe ich den Kill gekriegt? Das Ignite war vom Teemo drauf. Das Gift vom Teemo war drauf. Und trotzdem habe ich den Kill gekriegt. Also ihr wollt mit Poppy eigentlich die Kills überhaupt nicht. Ihr wollt die Supports. Weil das Itembild für Poppy, was ich benutze, ist eigentlich auch nicht wirklich teuer. Fragt mich nicht. Es ist einfach nur komisch. Es ist komisch. Aber nein. Ich will mal machen. Ja. Ich baue jetzt hier die Seele des Echsenältesten, weil ich mir gedacht habe, zu viel AP. Außerdem ist es mit Poppy relativer Schwachsinn, sich das AP-Item zu holen. Weil das bisschen HP-Rack, also das bisschen Zaubervamp, bringt euch nicht wirklich unglaublich viel. Und der Cooldown-Reaktor auf Smite ist recht nett. Das muss ich euch geben. Und da das Ding relativ viel Mana-Regeneration hat, ist auch nicht schlecht. Aber alles in allem, nee, useless. Was halt noch auf Poppy geht, wenn ihr ein bisschen darauf bauen wollt, ist... Ups. Und hier, einfach nur... Na. Voll verkackt. Na. Schön wieder reingepackt, damit er seinen Flash aktivieren muss. Jetzt habe ich einen Ignite gefressen. Warum zur Hölle habe ich einen Ignite gefressen? Ich will es gar nicht wissen. Aber da schon wieder. Wir haben einen Kill gekriegt. Warum? Das ist einfach so unglaublich komisch. Mit Poppy ist das so seltsam. Bums. Gut. Aber ansonsten, ihr habt die Ulti gesehen. Vor allem, was ich halt auch sehr gerne mache, auch wenn ihr 20% mehr Damage an eurem markierten Ziel habt, ich setze diese Ulti sehr gerne auf Supporter. Oder auf Champions, vor denen ich nicht so die größte Angst habe. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass ich selber mir sage, die machen mir nicht so viel Damage, das passt schon, das ist nicht so böse, tu mal. Hier zum Beispiel wird jetzt gedived. Flupp.
Flop. Gut, warum ich den Kill gekriegt habe, ist klar. Ja, Lux lässt sich vom Tower hinrichten. Auch nicht schlecht, ist auch eine Möglichkeit. Aber wir stehen schon wieder 3-0. Obwohl ich mit Poppy überhaupt nicht 3-0 stehen will. So komisch. So komisch. Aua. Aber naja. Timo hat übrigens in der Zeit oben den Tower gelegt. Wir sind jetzt 3500 Gold etwa vorne. Hallo. Ich hab die Ulti überlebt. Na, 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 na. Weil ich eben nicht so viel Damage durch deine Ulti fressen kann. Na, 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 na. Es ist einfach nur göttlich. Leute, ich sag's euch. Diese Passive ist sowas von geil. Gegen Burster wie zum Beispiel Zed, Ryze, auch hier und der Zix. So übertrieben böse. Es ist sowas von geil. Übrigens hier karges Glücksdolch. Ja. Hat auch seine Bewandtnis. Einfach nur um mehr Gold, Geld zu generieren. Weil wie gesagt, normalerweise sollte ich keine Kills kriegen. Dadurch, dass ich keine Kills kriegen soll, brauche ich einen GP10. Weil ich habe ja nur Supports und ein bisschen Farm im Jungle. Also, Was soll man machen? Gut. Ansonsten, Poppy ist cool. Leute, ich weiß nicht, was ich großartig sagen soll, außer Poppy ist cool. Ich meine, Poppy ist einer der wenigen Champions, die echt keine Tower sieht. Es gibt da ein ultra cooles Video. Ich meine, ich muss eigentlich keine Werbung für andere Let's Player machen, vor allem nicht für große Let's Player. Aber es gibt da ein ultra cooles Video von so einem Holländer. Ulti drauf, na 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 na. Oh, zu weit weg. Da hatte ich dann doch Schiss, dass meine Ulti zu früh ausläuft. Bisschen doof gelaufen, weil ich jetzt kein Ulti mehr habe zum Diven. Ja? Räum ich mich noch rein? Nee. Ich gehe jetzt erstmal in die Mitte. Da unsere LeBlanc da anscheinend richtig auf die Fresse kriegt. Ja, sie steht. Passiert. Passiert. Hallo Tix. Der kommt mir nicht weg. Ein Turm des roten Teams wurde zerstört. Aua. Tut mir leid. Ich schmeiß mein Handy schon in die nächstgelegene Ecke. Das war... Das Coole ist, ich kann mittlerweile an dem Ton von meinen Boxen hören, was gerade passiert ist. Hier. Und das gerade war zum Beispiel der 24-Stunden-Reconnect im Sinne von, mein Handy hat sich neu ins Netz eingewählt. Also, das ist echt traurig. Hier werdet ihr daran sehen, dass es ein altes Replay ist. Ich meine, wenn das hier rauskommt, ist dieses Item, was Timo sich gerade gekauft hat, wahrscheinlich schon lang in Vergessenheit geraten. Leiden. Aber ihr wisst ja, ich habe ultra viel vorproduziert. Und wie gesagt, ich gehe nicht auf jeden kleinen Patch ein. Das habe ich schon 10.000 Mal gesagt. Das werde ich wahrscheinlich noch Millionen Mal sagen müssen. Ich gehe nicht auf jeden kleinen Patch ein, von wegen, ja, ein Item wurde verändert. Ich muss jetzt den Champion neu aufnehmen, weil ein einziges Item wurde verändert. Nee. Vor allem nicht, da es überhaupt nicht zu diesem Guide hier gerade von mir gehört, weil ich... Es ist cool, die anderen Leute im Team zu haben. Zum Beispiel so ein Solio, der unten gerade mit 7-2-3 abgeht, weil AP Varus halt übelst Damage drückt. Oder ein Teemo in der Top-Lane, der 0-0-1 steht, aber mit dem 147... Boah, Zahlen! Einer Farm da steht. Oder halt der 1-3-4 Lux, die halt auch relativ bisher, bis auf die Ultis, extremst gut supportet. Also die eine Ulti, die ich bisher gesehen habe, war verkackt.
Aber der Rest, sie hat immerhin schon den Kill gekriegt und das auch relativ früh. Und sie wardet anständig. Es ist cool, die Leute dabei zu haben. Ich gucke ja auch immer wieder auf die anderen Item-Builds so ein bisschen. Ich spicke ja immer so ein bisschen. Und ich spicke ja sehr gerne. Immer wieder so auf die Item-Builds drauf. Und auf die Stats drauf, wie es gerade so steht. Es gibt ja Spiele, wo ich gecarried werde. Es gibt Spiele, die ich carry. Und, naja. Wumms, wumms. Ne, den lasse ich. Kein Red Buff heißt kein Slow, heißt bringt nichts. Aber ich gehe einfach nicht auf alles ein. Und wenn jetzt eine große Änderung kommen sollte, ja, jetzt sagen wir einfach mal, was ich, Poppy wird jetzt bis dahin, bis dieses Video rauskommt, verändert. Ja. Dann kommt hier das Video trotzdem raus und ich schicke relativ früh danach noch einen Poppy Guide nach. Einen zweiten Poppy Guide. Also, ich weiß nicht. Für euch bedeutet das einfach nur, ihr habt ein bisschen ältere Videos, ja. Aber ihr habt auch mehr Videos im Endeffekt. Weil es halt sein kann, dass ihr mehr bekommt. Da jetzt die Ulti drauf. Jetzt komm schon. Diven. Schöne Lux-Ulti. Da musste ich raus. Weil das Ignite tut jetzt halt doch weh. Aber richtig schöne Lux-Ulti. Die hat mal richtig geil Damage gedrückt. Und da bin ich mit reingezogen. Warum auch immer. Weil es überhaupt total dämlich war, die Ulti auf mich zu verschwenden. Da habe ich die Lux ein bisschen im Stich gelassen. Sorry. An dieser Stelle mal. Aber naja, wir stehen 3-0-1, wir haben endlich unser lang ersehnten Assist. Endlich, unser Assist ist da. Naja, wir haben jetzt noch unser nächstes wichtiges Item, sind wir gerade auf dem Weg zu. Auch genannt Lichtsbane. Man kann Poppy auf viele verschiedene Arten und Wege spielen. Man kann sie als Off-Tank spielen. Man kann sie auf AD Bruiser spielen. Man kann sie als AD Carry spielen. Im Sinne von nicht Range Carry, sondern wirklich ein AD Carry, wie zum Beispiel Tryndamere oder wie Xin Zhao ein AD Carry sein kann. Oder eben Zed ein AD Carry sein kann. Also ein Assassin sozusagen. Man kann sie auf Full-Tank spielen. Man kann sie eben auf AP spielen. So wie ich das mache. Aber, ja. Ich zeige euch halt, wie immer, ich weiß, ich muss es halt mal so alle 10 bis 20 Videos mal wiederholen, ja, und ich glaube, diesen Satz wiederhole ich dabei auch jedes Mal, dass ich einfach euch zeige, wie ich diesen Champion spiele. Wie ich finde, dass dieser Champion gut zu spielen ist. Das heißt, es kann sein, dass ihr anderer Meinung seid. Dafür ist das Intro da, was euch sagt, Leute, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr sagt, spiel doch das lieber so und so, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann schreibt mir das einfach in die Kommentare und ich werde es beachten. Ich werde es beachten, ausprobieren. Wenn es gut läuft, werde ich dann dementsprechend natürlich dann was ändern. Ja. Wo ich dann zum Beispiel bestimmte Sachen, also ich habe jetzt schon einen Guide, den ich sozusagen als Special-Folge hochladen werde. Das war ein Tipp von einem Abonnenten für mein Runenbild. Was ist das Runenbild? Ich glaube, es war das Runenbild. Auf jeden Fall habe ich es geändert. Ich habe es probiert. Es funktioniert jetzt wesentlich besser. Und ja, das werde ich als Special halt nachschieben. Einfach nur, weil warum nicht? Warum nicht? Aber ansonsten ist es halt wirklich einfach so, es ist... Mich persönlich stimmt das halt immer traurig, wenn dann Leute ankommen mit, du spielst scheiße. Ja. Ich weiß. Und nun? Was willst du machen? Nein, es ist halt immer ein bisschen traurig, ein bisschen seltsam. Und vor allem für mich auch ein bisschen komisch. Hallo, Esreale.
Das looks Stil. Klaut die mir mit der Ulti. Ich glaub es nicht. Klaut die mir mit der Ulti. Boah, Shen. Wow, das dürfte mein Tod sein. Ja, das ist sowas von mein Tod. Alter. Gut, dafür habe ich halt Shen-Ulti und Ding-Ulti abgekriegt. Passiert. Und wir haben 1:1 getradet. Wenn jetzt nicht noch wer stirbt, war das ein glorreicher Trade. Cage trifft. Köstlich. Gegner machen Drachen. Wir sind bisher noch etwa 4000 Gold vorne. 5000, 4000, 4000 Bar zerquetschte. Das könnte jetzt hier... verkackte Varus-Ulti. Es könnte sich hier drastisch drehen, wenn sie den Drachen machen. Aber wir sind Poppy, das ist uns egal. Ich habe mir jetzt die Magie-Resistenzschuhe geholt mit Poppy. Einfach nur, weil ich sie halt... Ich spiele sie im Moment hybrid. Ja. Das heißt, am Anfang baue ich ein bisschen AD, ein bisschen AP dabei, ein bisschen weniger Slow und den ganzen Scheiß. Und dann gehe ich halt auf den AP-Teil. Da bin ich in den Gegnern drin, mittendrin, mittendrin, da bin ich in den Gegnern drin, mittendrin. Der Ezreal dürfte mir hier nicht wegkommen. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Doppeltötung für das rote Team. So. Für mich heißt es jetzt hier Drachen machen. Für mein Team hoffentlich auch. Bis auf Team LeBlanc natürlich. Egal. Varus müsste das eigentlich regeln können. Er müsste genug Schaden an Drachen machen. So. Das heißt, unser Drache... Keine Angst wegen Goldvorsprung, wir sind immer noch 7000 Gold vorne. Alles gechillt, alles in Ordnung. 2:1 Türme, 8 Kills vorne, 5:1:2 Poppy, 10:2:3 AP Varus, 5:6:2 LeBlanc, die sich wohl die behindertste Verzauberung in diesem gesamten verkackten Spiel kauft. Ja? Also ich weiß nicht, was Riot sich bei dieser Verzauberung hier gedacht hat, bei dieser Schubverzauberung. Dieses einfach mal 15% Lauftempo mehr. Das ist ein Witz. Das ist einfach nur ein fucking Witz. Und das ist halt wirklich traurig. Dass Leute sich sowas auch noch holen. Aber naja. Man kann nicht jedem vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Also heißt es jetzt nur noch unseren Goldvorsprung halten und hier gerade mal unseren Zed beschützen. Ich habe die Gegner hier jetzt mal den Zed halt, unseren Varus beschützen. Ich habe den Gegner Zed halt wirklich mal weggehauen von ihm. Einfach mal so richtig schön so plupp weg. Einfach mal plupp weg, plupp plupp plupp. Einfach weghauen. Weil... Es gibt auch verschiedene Arten und Weisen, Poppy zu spielen, ja? Es gibt Leute, die spielen Poppy in der Mitte, es gibt Leute, die spielen Poppy auf der Top-Lane, es gibt Leute, die spielen Poppy als Support, ja? Wirklich, um mit dem W an den Gegner vorbeizurennen, mit dem E zu stunnen, Q zu drücken und dann hoffen, dass der AD Carry den Gegner tötet. Aber, und halt zu diven, klar, so ein Alistar, so ähnlich wie Alistar halt mit dem Diven. Aber, Leute, Lich Spain ist fertig. Lich Spain. Fluch des Lichts. Lich Spain. Naja, ich persönlich finde halt diesen AP off Tank. Wobei so viel mit Tank kommt gar nicht mehr dabei. Ich habe so einen ganz leichten Anfang von AD, ja, in meinem Bild mit drin. Einfach nur, weil ich halt erstens in diesem Spiel natürlich sehr, sehr große Angst hatte. Davor, dass wir einfach zu viel AP-Champions haben. Und zweitens natürlich ganz, ganz krass daher, dass dieses Jungle-Item einfach besser ist. Es gibt Leute, und ich habe es auch ausprobiert, und es gab auch zum Beispiel Teams mit einem großen CC, ja,
Gegner, zum Beispiel einen Amumu und was nicht alles da drin haben. Lauf, 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 komm, Christo, 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 Bums. Bums. Wurde mir geklaut. War mir klar. Nein. Varus ist ja unser, ich wollte gerade sagen, AD Carry. Dive, 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 dive. Bums, meiner. aber, wo war ich jetzt? Ach ja, ich finde halt, es gibt die Möglichkeit, das andere AP Lebens-Item zu holen, also das Lebens-Jungle-Item, und dann halt sich die Zähigkeit darüber zu holen, anstatt über die Schuhe, wie ich sie geholt habe, und dann 5er-Schuhe zu holen. Einfach nur, um schneller durch den Jungle durchgehen zu können. Schneller, besser, toller. War in diesem Fall halt überhaupt nicht drin. Wie gesagt, ich zeige euch, wie ich diesen Standard von Poppy benutze. Im Sinne von, ich zeige euch, was ich standardmäßig mit Poppy kaufe. Und was ich standardmäßig benutze. Wie ich standardmäßig diesen Champion spiele. Es ist nicht so, dass ich gerade euch einfach ein Itembild zeigen möchte. Sondern ich versuche wirklich Let's Plays, also Replays rauszusuchen, wo man so einen allgemeinen guten Guide, sag ich mal, von sieht. Und ich erkläre ja auch am Ende der Videos, warum ich was wie kaufe. Ich gebe hier übrigens gerade den Red Buff an Timo ab. Wow, sie haben unten den Tower zerstört und töten jetzt die LeBlanc. Gott, ist die doof. Und unser Goldvorsprung schmilzt. Er schmilzt dahin. Aber naja. Mach ich nicht, du machen. An für sich. Läuft das Spiel ja immer noch nicht schlecht. Ich meine, unser Varus hat sowohl Nashas Zahn, als auch Sonjas, als auch Rabadons fertig. Das tut weh. Das kann ich euch bestätigen. Das tut bestimmt weh. Gegner kommen langsam zu 5 in die Mitte. Das Problem ist halt, dass Timo halt immer auf der Toplane ein bisschen am Farmen ist. Split-Pushen. Wobei wir halt überhaupt nicht in einer Phase oder in einer Situation sind, wo Split-Pushen angebracht wäre. Gut, jetzt ist natürlich vorteilhaft, die Gegner ziehen sich zurück. Aber ich weiß nicht, ob das auch so viel bringt. Ja, hat's gebracht. Sie haben den Tower verloren. Wenn Timo dabei jetzt noch überlebt, ist alles in Ordnung. Drache ist ab. Also gehen wir Richtung Drache. Na, 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 na. Endlich mein Pinkboard mal losgeworden, den ich die ganze Zeit in der Tasche hatte. Ja, ich hatte den ja wirklich schon noch länger in der Tasche. Endlich losgeworden. So, Drachen wiedergeholt. Einfach den Goldvorsprung wieder beibehalten, den wir haben, weil der ist im Moment sehr, sehr wichtig. Einfach nur damit wir, sag ich mal, sie noch im Midgame sind, während wir schon im Late-Game sind. Und einfach nur hoffen, dass dann Poppy immer noch ein bisschen was useful ist. Varus auch dann noch useful ist. Und der gegnerische AD Carry uns einfach nicht tötet. Schrägstrich, sie haben ja generell viele Burster. Es ist... ja. Jetzt habe ich ein Imba-Item of Doom. Nämlich einen sehr, sehr großen, langen Stab. Und zwar einen unsinnig großen Stab. Und ich habe mir ein Item in LoL gekauft. Nein, Spaß. Wir haben jetzt 10.000 Gold, sagen wir 9.000 Gold Vorsprung. Das ist einfach, das Spiel fing jetzt langsam an, in so eine Farming-Situation zu kommen. Und das ist halt eine Sache, die ist nicht gut. Vor allem nicht für euch als Poppy. Ihr müsst halt wirklich im Early Game und im Mid Game, genau wie in Shaco, ja, seid ihr useful. Ansonsten habt ihr halt wirklich ein Problem.
Und ja. Müsst hoffen. Und das ist halt immer nie gut. Wupp, wupp, Pilzekill. Dummch. Naja. Naja, naja, naja. Ich hasse es, wenn es in so ein Spiel einmal geht. Übrigens auch der Grund, warum ich im Moment halt ein bisschen viele Champions sehr, sehr oft spiele. Einfach nur, weil ich hoffe, innig hoffe, dass ich ein Replay bekomme, was irgendwie schneller geht. Flupp. Warum auch immer er mich da reintun konnte, weil er konnte mich nicht reintun. Oh, der Flash. Oh. Halt richtig, richtig cool die Ulti vom Skarner rausgebaitet und dann musste ich noch nicht mal, das ist ja das Coole, ja? Ihr müsst ja, wenn ihr eure Ulti aktiviert, nicht unbedingt auch auf den Champion drauf hauen, auf dem ihr gerade eure Ulti habt. Das ist zwar ganz nett, dass ihr da halt mehr prozentualen, also prozentual mehr Damage an diesem Ziel drückt, ja? Aber an für sich ist es zum Tower Diven einfach geil. Weil wir haben es jetzt auf Stufe 3, ja, und das bedeutet, wir haben jetzt wirklich 8 Sekunden lang, wirklich 8 Sekunden lang, keinerlei Damage von dem Tower. Das ist einfach abartig cool. Ich habe in letzter Zeit auch gemerkt, diesen Ohm-Zerstörer, dieses Item, was man mittlerweile auf zum Beispiel Alistar oder so hin und wieder mal kauft, lieben zu lernen. Ich habe echt gelernt, es wirklich lieben zu lernen. Da hätte der Surrender durchgehen müssen. Da hätte es surrendered werden sein können. Dann hätte es vorbei sein können. Keine 20 Minuten Qual mehr. Das heißt Qual. Ich jetzt bin ja gerne. Und ich zeige euch ja gerne meine Replays. Ich erkläre euch ja gerne, was ich tue. Und so weiter und so fort. Aber, es ist halt immer wieder was anderes. Weil ich finde, die ideale Zeit für ein LoL-Spiel, das kann ich aber auch mal gerade ansprechen, ist in meinen Augen so bei 40 Minuten. Das ist eine ideale Zeit. So, bei 15 Minuten ist bei mir das Maxima. Ab 50 Minuten macht mir das Spiel keinen Spaß mehr. Weil dann werde ich einfach nur noch zum Tier und fange an, Leute rumzukommandieren. Was meistens gut läuft. Hin und wieder aber für die Leute echt ätzend ist. Gebe ich offen ehrlich zu. Und, ja. An für sich, es ist halt immer wieder so ein so ein kleines Hickhack. Ja. Wenn ein Spiel nach 20 Minuten vorbei ist, dann ist das ganz cool, ja. Und dann kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, oh, ich bin so toll. Ich bin so toll, weil ich das geschafft habe. Aber alles in allem, für ein Let's Play ist es nicht geeignet. Zwischen 30 und 40 Minuten ist in meinen Augen das, was in einem Replay wirklich dann geeignet ist. Ich habe euch ja gesagt, hier bei Poppy hatte ich übelst Probleme. Ich meine, hier geht das echt noch, ja. Ich bin teilweise aus Spielen rausgegangen, die wir verloren haben, mit 12-1 irgendwas. Ich glaube 12-1-6 oder so. Und wir haben sie einfach verloren, weil unser AD Carry, unser Toplaner und unser AP Carry einfach zu wenig Kills hatten. Weil 12 dieser Kills auf dieser Poppy waren. Die halt im Late Game wirklich absolut useless ist. Und das ist halt wirklich traurig dann immer. Wenn man halt so Replays, wo man halt selber total gerockt hat, ja, dann halt wirklich nicht benutzen kann. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie der mich töten konnte. Nebenbei.
Meine Ulti war eigentlich auf dem anderen drauf. Jetzt benutzt Timo Pilze. Benutzt Timo Pilze. Timo. Timo, Timo, Timo. Timo. Timo ist schon cool. Wow, der Timo spielt hier sogar Hybrid, fällt mir gerade auf. Cool. Zumindest hat er das Sword of the Rune King, was eigentlich immer ein total OPes Item ist. Aber naja. Naja, naja. Was will man machen? Was will man machen? Unser Sonja ist fertig. Jetzt versuche ich den, ein, in meinen Augen, auf Poppy sehr wichtiges Item mir zu bauen gerade. Viele Leute werden sich gleich über die Hände über den Kopf zusammenschlagen, werden sagen, oh mein Gott, was, Blackie, was kaufst du dir für einen Scheiß? Und ich sag, Leute, das ist für Poppy extremst wichtig. Und ich werde es euch dann auch erklären. Aber vorher, und das auch noch bevor ich dieses Item überhaupt kaufe, muss ich erstmal einen Schluck trinken. So, jetzt hattet ihr beruhigende 20 Sekunden ohne meine Stimme. War das nicht herrlich? Ich versuche jetzt hier halt ein bisschen Farm aufzuholen, während die in der Mitte fighten und ich das erst zu spät mitbekommen habe. Und jetzt mein Team eher auf dem Rückweg war, weil sie waren zu zweit, schrägstrich zu dritt. Gegen 5. Die jetzt gerade den Drachen machen. Die Blon kauft sich auch einen Scheiß. Alter, ist das schrecklich. Und hier hieß es jetzt. Wumms, wumms. Ulti drauf. Töten. Töten, 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 töten. Ich reihe nicht, warum die mir immer Damage drücken können. Gut, ich glaube, wenn das Ziel gestorben ist, aber gerade eben war mein Ziel nicht tot. Gut, hier haben sie einen Drachen gemacht. Sie sind immer noch weit hinten. Sehr weit hinten vom Gold. Und wir stehen hier im Moment ein bisschen ratlos rum. Ich mach mir kurz Blue Buff. Timo wird da ein bisschen auf Guard erwischt. Alleine. Allen 5. Nee. Haut mich mal besser zurück, weil jetzt kommt das Item of Doom. Jetzt werde ich Hate kassieren. Oh, da ist es. Zwillingsschatten. Gibt Fähigkeitsstärke, Magieresistenz, Lauftempo, was auf Poppy halt immer geil ist. Ja, ich versuche es jetzt gerade zu verteidigen, ja. Es gibt halt Fähigkeitsstärke, so ein bisschen. 40 ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Ja. Gibt Magieresistenz, wovon ihr Eva noch was braucht, weil ihr hauptsächlich nur Rüstung bekommt. Es gibt 6% Lauftempo. Lauftempo ist auf Poppy wirklich arschwichtig. Ja? Und die aktive, dass ihr diese zwei Geister beschwören könnt, slowt die Gegner. Und dieser Slow ist halt wirklich wichtig, weil ihr habt keinen Slow. Ihr könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel AD-Poppy spielt, eine Off-Tank-Poppy, eine Tank-Poppy geht es auch. Ja? Wenn ihr halt irgendwas tut, was zum Beispiel ein Trinity Force, also Stärke der Einigkeit, oder ein Eisquell-Handschuh, das Teil beinhaltet. Ja? Oder einen Frozen Heart, Frozen Mallet, also Frosthammer. Wenn ihr irgendwas in dieser Richtung habt, cool. Habt ihr als APler nicht. Ihr könnt schlecht Ding benutzen, hier, wie heißt die Scheiße? Rüleist. Es funktioniert auf Poppy nicht. Habe ich mal ausgetestet. Deswegen, das ist... doof. Dadurch habt ihr halt nicht viel Auswahl. Und deswegen benutze ich diese Schatten.
Zusätzlich dazu ist es mit Poppy auch so, ihr könnt ja extremst gut auch, ihr seht ja die Hybrid, den Hybrid-Damage, den man schön macht. Ja. Das dürfte ich nicht überleben. Oder, doch, habe ich überlebt. Ezreal Ulti macht keinen Damage an mir. Auch nicht schlecht. Aber ihr seht halt diese hybride Art und Weise mit Poppy, die ich an den Tag lege. Warum aktiviert sich jetzt mein Homeguards nicht? Warum nicht? Hm? Erklär mich. Verdammt, Turm verloren. Worauf warte ich? Gar nichts. Hä? Egal. Auf jeden Fall ist es halt, wie ich finde, ein extremst geiles Item auf Poppy selber, weil ihr damit halt chasen könnt wie behindert. Ihr könnt in gewissen Situationen Gegner aufdecken, damit zum Beispiel LeBlanc sie niederbürsten kann, damit euer Varus Damage drücken kann. Ihr slowt, ihr deckt auf. Das ist, ihr habt... Dieses Item ist eigentlich für Poppy, für allem für AP Poppy, unglaublich wichtig. Ja. Oh ja, da war der Ding weg. Der Ezreal. Der jetzt auch nicht gerade gut stand mit 3.17.6. Und die Gegner wollten einfach nicht surrendern. Hier dachte ich jetzt, okay, mein Team macht das. Mein Team macht das. Ich kaufe mir jetzt noch ein Item. Ja. Das Problem ist, mein Team hat es nicht gemacht. LeBlanc ist nämlich abgehauen, die dumme Sau. Und deswegen... bin ich eben nochmal aus der Base dann raus. Hier noch ein bisschen farmen. Und einfach mal ein bisschen Damage drücken. Den Tower natürlich beschützen. Das kommt ja auch noch dabei. Also, keine Angst. Es hatte Sinn, was ich hier getan habe, glaube ich. Oder auch nicht. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich teleportiere mich sehr gerne kurz vor Ende des Spiels immer wieder gern zur Base zurück, um mir noch schnell ein Item zu holen. Übrigens, ja, ich weiß, ich habe gesagt, es bringt euch nichts, das Jungle-Item mit Zaubervamp zu holen. Und jetzt kaufe ich mir auf einmal doch Zaubervamp. Das ist ja komisch. Das hat eine Bewandtnis, Leute. Bevor ihr jetzt anfangt zu flamen und direkt in Kommis irgendeine Scheiße zu schreiben. Das hat die Bewandtnis, dass ich mit Poppy als Last Item, einfach nur um das Chasen zu verbessern, um mein Heal zu verbessern, mir auf Poppy, und dadurch, das merkt man ja, ich spiele sie halt schon ein bisschen mehr hybridlastig als pur AP-lastig, nochmal ein bisschen AD mit reinspleiße und mir dadurch einen Hextech Gunblade kaufe. Klar, jetzt werden viele anfangen mit, du könntest dir auch die Schatten verkaufen und kannst dir einen Trinity Force kaufen, wenn du Hybrid spielen willst. Ja, kann ich machen. Nein, tue ich nicht. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde es persönlich nicht so gut, weil ihr habt halt schon euren Effekt mit dem Glanz und dadurch lohnt sich Trinity Force halt überhaupt nicht mehr. Und deswegen lieber, wirklich, wirklich lieber, hier, Hextech Gunblade. Liebe Hextech Gunblade. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt gleich noch 9 Minuten machen. Warum das Replay so lange gehen soll. Ich glaube, wir schaffen es einfach nur nicht, die Base einzurannen. Hm? Ja, LeBlanc, sehr gut. Sonjas! Ich mag Sonja.
Gut. Ansonsten, Hextech Gunblade wurde jetzt gerade auch von Timo gekauft. Timo spielt ja auch Hybrid. Ein bisschen. Finde ich ultra cool. Hat Melody dafür verkauft. Ach, das Item gibt's eh nicht mehr. Also, passt schon. Die LeBlanc kauft sich ein Bullshit. Unser Varus ist halt ein AP-Varus, das hat man erwartet. Und der Zed baut sich jetzt die Klinge des gestürzten Königs zusammen. What the fuck? Ich meine, ich habe jetzt nicht auf sein Itembild geachtet während des Spiels. Aber ernsthaft, Leute, what the fuck? Ich glaube, dadurch, dass der Ezreal disconnected ist, haben sie gesagt, okay, wir brauchen unbedingt noch einen AD-Carry. Weil sonst machen wir keinen AD-Schaden. Und ich glaube, deswegen wird der Ding jetzt auf AD umrüsten, auf AD-Carry. Dadurch natürlich einen größeren Burst-Damage machen. Ganz schön eklig. Ach ja. Backporten? Nee, noch nicht backporten. Geld reicht noch nicht. Was sagt denn das Geld? Geld sagt, noch nicht genug. Wir brauchen 2600. Oh, Timo hat das Spiel auch verlassen. Und die Inhibitor vom Gegner respawnen. 4 gegen 4 nur noch. Timo ist raus, was sehr, sehr schade ist, weil Timo sehr gut steht. Aber solange wir unseren Baus noch haben, geht's ja einigermaßen. Ah, okay, Timo ist wieder da. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst. Und da hat der Zig seine Ulti verballert. Dumm wie er ist. Jetzt komm, aktiviere die Zwillingsschatten. Zwillingsschatten. Ach verdammt. Gar nichts. Dumm. Naja. Noch sind die Inhibitoren da. Zumindest einer ist noch auch weg. Also noch da für uns. Weg für die Gegner. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Do. Damage gekriegt. Damage nix doll. Damage nix doll. Jetzt habe ich Geld zusammen, oder? Sind es 2,6? Ne, 2,2. Reicht das? Ja, es reicht. Hextech Gunblade. Damit bin ich Fullbild. Das heißt, ich habe nochmal endlich mal ein Spiel. Gut, ich habe einige Spiele, wo ich Fullbild werde. Nur die gehen meistens keine 50 Minuten. Schon Dreck. Viel zu lange. Doof. Doof. Naja. Gegner wollten hier nochmal aufgeben, aber irgendwer von denen wollte nicht aufgeben. Ich vermute, der Zed und Mitte. Also, der. Six. Würde ich jetzt raten, wenn ich raten müsste. Ich muss nicht raten, das ist der Vorteil dabei. Gut, aber ansonsten, es ist halt echt. Da noch ein bisschen Damage gedrückt, da noch ein bisschen abgehauen. Oh, Timo hat den getötet. Und ich warte hier, glaube ich, gerade einfach nur auf eine gute Gelegenheit, meine Ulti auf irgendwen zu setzen und ihn zu töten. Schön. Und da müsste ich jetzt gleich meine Ulti auf den anderen setzen. Jawohl. Ab jetzt ist der Rest scheißegal. Und jetzt hier Sonjas und das dürfte ich nicht überleben. Nein, das überlebe ich nicht. Nicht mal ansatzweise. Aber man kann mir nicht vorhalten, dass ich nicht alles benutzt hätte, was ich habe. Wow. 31 zu 53 fällt mir jetzt gerade erst auf. Krass. Und wir haben, wow, 1500, 1400 Gold Vorsprung. Ach du Schande. Wir stehen mit Poppy 837. Ja, und haben damit die zweitwenigsten Kills im ganzen Team. Selbst die dumme LeBlanc, die sich total den Bullshit kauft, hat ein bessere, mehr Kills, sagen wir mal.
Sie hat zwar auch 10 Deaths, nicht so wie wir, schön 3, aber sie hat immerhin die meisten Deaths im Team. Aber selbst sie hat mehr Kills und das ist in Ordnung. Es könnten einige mehr Assists sein, finde ich. Ich war irgendwie ziemlich gangvoll in diesem Spiel. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich finde es echt nicht schlecht. Und deswegen... Direkt Sonja ist aktiviert. So geil. Das war eine extremst geile Aktion. So, Vollbild. Ich fange an zu glitzern, glitzern. Ich habe mir beide Tränke geholt. Habe ich kein Geld mehr für ein Oracle gehabt? Nee, kein Geld für ein Oracle. Generell sehr wenig Geld. Ich meine, ich habe immer noch mehr Geld wie unsere LeBlanc oder unser Supporter, aber... Und immer noch mehr Geld bis auf 2 Leute im Gegnerteam. Naja, was soll's. Jetzt nochmal Baron machen und dann müssten wir es zusammen schaffen, die Mitte durchzupushen. Wow. Gegnerteam hilft uns auch noch. Mit ein paar Ultis ihrerseits. Und da... Bums. Aktiviert die Geister, aktiviert die Geister, dann seht ihr sie. Aktiviert die Geister. Blub, meiner. Gut, jetzt haben wir 3 von den Gegnern weg. Zed kommt zwar gleich wieder, der ist halt ja schon vorher gestorben. Aber wir haben genug Zeit, die Base in Trümmer zu hauen. Und das ist wichtig. Das ist so endlos wichtig. Jetzt die Geister aktiviert. Turm des blauen Teams, Inhibitor des blauen Teams wurde zerstört. Sie halten sich extrem lange, das muss man echt sagen. Und in diesem Status des Spiels sagt fast das Gold fast gar nichts mehr aus. Die KDs sagen auch fast nichts mehr aus. Es geht einfach nur noch darum, wer einen Fehler macht. Wir sind im Moment zu fünft, ja. Wir haben Baron Buff, ja. Aber... Wenn wir jetzt einen großen Fehler machen, könnte es sein, dass wir das Spiel immer noch drehen können. Und das finde ich halt teilweise an so Spielen, wenn es schlecht für uns läuft, mag ich es, wenn wir ins Endgame kommen. Aber wenn es so dominierend läuft, wie es im Moment gelaufen ist, ja, vor allem während dieses Gesamtspiels, ist das doof. Das ist einfach nur doof. Alles klar. Flupp. Kurz mein Ding draufgehauen. Hier mein Hextech Gunblade. Und jetzt nur noch auf den Tower. Nur noch auf den Tower. Versuche auch hier so wenig. Oh, geht doch. Endlich durch. Durch, durch, durch. Geschafft, geschafft, geschafft. Poppy! So, wie gesagt, ich starte im Jungle ganz normal mit Machete und Heiltränken, gehe dann auf den Stein und Einserschuhe, baue mir dann direkt das AD-Jungle-Item zusammen, Schrägstrich hole mir dann noch einen karges Glücksdolch dabei. Nach dem karges Glücksdolch, dem Jungle-Item, dem AD-Jungle-Item und den Schuhen, den Einserschuhen, hole ich mir dann meistens Phage, also Glanz. Nee, warte mal, nicht Phage. Wie heißt denn Glanz auf Englisch? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall hole ich mir dann Glanz, hole mir dann Lichtsbane, Schrägstrich, Fluch des Lichts, baue dann die Schuhe aus, meistens halt zu den Schuhen, die ich jetzt gerade habe. Ich habe euch ja während des Let's Plays die verschiedene Art und Weise, Poppy da ein bisschen zu variieren, erzählt. Baue mir dann halt Sonjas aus, baue dann den hier diesen Zwillingsschattenschleier, geile Scheiße, zumindest auf Poppy. Ansonsten ist es total das Wix-Item, aber auf Poppy ist es gut. Und baue mir am Ende noch das Hex der Gunblade aus. Baut euch kein Trinity. Wenn ihr... Sheen, Glanz heißt Sheen, ja. Wenn ihr schon einen Lichtsbane habt, also einen Fluch des Lichts, bringt euch Trinity Force, Stärke der Dreieinigkeit, überhaupt gar nichts. Tut das nicht. So spiele ich Poppy im Jungle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Blacksade. Ciao, ciao.